Revelium. Hier, ich hab's. Das ist ja mystisch. Incendium. Leviosa. Wie kriegst du jetzt hier raus? Ja. Perfekt. So, fein. Hopp. Hopp. Hopp, 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 hopp. Hoppidi. Hoppidi. Nee, 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 nee. Hey, nein, 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 nein. Ja. Damit wäre das erledigt. Ja. Sowas von. Dann kehren wir zu Ahn zurück. Los geht's. Morgen! Nein, ich bin gar nicht da. Ich bin nicht da. Protego. Renn weiter. Du Held. Revelium. Ah. Schwarze Herr Hebrid. Der schwarze Hebrid ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollen Besitztümern, die Archie Bickle in seinem Versteck aufbewahrt. Und? Hm. Ja. Coole Sache. Da, da, da. Ha? Geld? Spideys. Hau ab, Spinner. So, mein Freund. Gute Neuigkeiten, Arm. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arm. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Bitte, 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 bitte. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, biete ich gerne meine Waffen an. Revelio. Ah.
kommt mal rein. Oh. Revelio. Geh mal weg hier. Meine Ausrüstungsplätze sind voll. Verkaufe übrigens. Ja, ja. Das machen wir gleich. Revelio. Da gehen wir jetzt mal kurz hier rein. Gehen in Ausrüstung. Die machen mehr Offensive. Nehmen wir doch die. Dann müssen wir natürlich wieder auf F gehen, damit die wieder aussehen wie die Handschuhe, die ich haben will. Ja, und das die hier, ne? Mhm. So. Oh, nö, nö, der gefällt mir trotzdem am besten. Ein Schaltuch? Oder auch Offensive runternehmen? Nö, die sind nicht besser. Die sind schlechter. Umhänge haben wir. Bloß das, der ist schlechter, ja. Da haben wir nichts. Kopfbedeckung. Oh, der ist besser. Der ist besser, den nehmen wir doch. Nee. Sind beide schlechter. Und F. Und nichts. So. Haben wir uns doch mal ausgerüstet. Hier sind wir ein Stückchen weitergekommen. Ja. Und ja. Sehr schön. Erkunden. Mehr Platz für Ausrüstung. Und Handbuchzeiten. Okay. 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 Sammlungen. Alles angucken. Ah ja, das sind diese komischen, ja. Gegenstände, ja, da haben wir ja ein bisschen was bekommen. Ja. Helm. Ja. Aha. So. Okay. Ah. Okay. So, Aufträge. So, ich muss ja noch wählen. Ich gehe mal der Hauptstory nach. Aber vorher würde ich hier gerne noch was verkaufen. Ah, bei dem. Die Kobold-Anhänger vertrieben? Ich sage Ihnen, das war so eine Erleichterung für die Leute in Lower Hogsfield. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich möchte gerne verkaufen. Das verkaufen? Das werde ich nur wieder verkaufen.
Danke. Alles fort, was wir nicht brauchen. Ist alles schlechter als das, was wir haben. So. Ah. Oh ja, bitte. Ah ja, eine sehr gute Wahl. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jojo, später. So, wie spät haben wir es? Okay. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Hä? So. Ich mache jetzt mal Kurzreise. Ich mach mal. Ich muss nach Cotter von Hogwarts. In den Südflügel, genau. Hier ist eine Aufgabe. Achso, gekreuzte Stäbe. Naja, dann nehme ich den hier. Einfach mal so. Zwischendurch. Ah, hier ist auch noch was. Das ist eine große Kiste. Ah, noch so eine große Kiste. Ja, über diese Brücke. Ist das geil. Hallo. Hedwig? Du Hedwig? Nee, kannst ja gar nicht sein. Revelio. Hä? Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Theastral, am Greif, an der Chimäre oder am Hypogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Naja. Scrub weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Scrub glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scrub hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf sich auf und zu niemandem ein Wort hiervon. Scrub? Wer ist Scrub? Es ist ein... Noch eine Eule. Du bist hässlich. Das ist ein Elf. Ein Hauself. Ein Hauself. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo. Wow. Revelio. Accio. Nicht wirklich? Faster, suchen Sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis. In einem von ihnen werden Sie fündig. Vielleicht können Sie dann armen Scrub mit dem gebrochenen Herzen helfen. Kürbisse. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ja, ich auch. Zur Hütte des Wildhüters. Was ja später mal Hagrids Hütte ist.
Was denn du hier? Rambazamba. Revelio. Ja. Krieg ich den Kürbis kaputt? Ah, doch so. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Triff Scrub am Rande des Wassers, bei den zerbrochenen Stegen. Runter zum Wasser. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Plot Twist. Er will gar nicht mit dir reden. Er hat dir das alles nur vorgespielt. Kann man das sammeln? Kann man nichts sammeln. Das, was das ist, weiß ich bis heute noch nicht. Naja, vielleicht später mal. Ich nehme sie mit. Wenn sie schon mal hier rumliegen. Da hat er bloß ein Ohr. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scrob ist der Name. Scrob dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrob wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrob sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Was ich untergrabe, keine Autoritäten, wenn es mir nützt. Ah, ja. Ich helfe gern. Vor allem, wenn du mir mehr über das Buch sagst. Scrob ist dankbar. Scrobs verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie Apollonia in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrob vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium. Verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrob hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrob glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrob möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrob vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrob hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scrob würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrob erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Woher wusstest du von dem Buch, das ich gefunden habe? Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scrob und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrob hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrob weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Erzähl mir von dem Ring. Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrob ihn zurückholt. Das frage ich mich auch. Ich habe mich am Ohr verletzt. Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrob und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scrob konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Das hilft uns wohl beiden. Alles klar. Ich mache es. Scrob ist erleichtert. Scrob hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück. Scrob wird hier auf Sie warten. Viel Glück bei der Suche nach ihren Seiten. Und dem Ring. Jawoll. Ist irgendwas gewesen? Wasser. Ich will doch nur schwimmen. Hör auf damit. Nicht in die Water.
Na toll. Ich müsste ausweichen. So weicht man aus. Bin ich ins Wasser? Ganz aus dem Wasser. Oh, okay, dann halt ins Wasser. Und weg. Dort hinkommen. Bin unsichtbar. Was soll ich mit einem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Das ist voll cool. Richtig cool. Lumos. Kann das sein? Besuch? Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime, von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken, aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Ich hätte diese Seiten gerne, wenn es dich nicht stört. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt, zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen?
Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Humus? Kerzen? Okay. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. So. Ich würde aber sagen, das machen wir das nächste Mal. Ich werde jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Ich hoffe, es war nicht zu störend. Ich werde mal sehen, wie ich das zusammen friemle, das Gestocke und Scheißdreck. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Aufnahme von Hogwarts Legacy. Bis dahin. Ciao.